Heute schauen wir uns das Bärenhaus, den Krankenwagen und das Haus von Mascha aus der Serie Mascha und der Bär an. Wir packen alle drei Sets aus, bauen sie zusammen und spielen mit ihnen. Und angefangen wird mit dem Bärenhaus. Das Haus sieht natürlich genauso aus, wie ihr es aus der Serie kennt. Und als nächstes kommt das Haus von Mascha dran. Sowohl die beiden Häuser als auch der Krankenwagen kommen mit jeder Menge Extrateile, wie Figuren und Einrichtungsgegenstände. Und als letztes haben wir noch den Krankenwagen. Auch den können wir einfach aus der Verpackung herausziehen und ihn dann herausheben. Und den Krankenwagen sehen wir uns jetzt etwas genauer an. Ihr könnt schon sehen, der hat jede Menge Schrammen und Roststellen, einen kaputten Reifen und kaputte Sitze. Auch hinten die beiden Türen sind etwas verzogen, aber dennoch können wir sie aufklappen, um ins Innere hineinzusehen. Da haben wir eine Mascha-Figur, die genauso gekleidet ist wie meistens in der Serie, und einen Wolf mit beweglichen Armen und Beinen. Auch ein zweiter Wolf erwartet uns da drinnen, genauso wie zwei Gasflaschen zum Betreiben der medizinischen Geräte und der Heizung für den Krankenwagen. Außerdem haben wir noch einen Rollstuhl zur Beförderung der Kranken sowie eine Krankentrage. Und der letzte Gegenstand, der uns erwartet, ist ein kleiner Medizinkoffer bzw. Erste-Hilfe-Kasten mit einer Spritze und zwei Verbänden. Doch bevor wir jetzt mit dem Kranken spielen, packen wir erst noch das Haus vom Bären aus. Das hat eine coole besondere Funktion, und zwar könnt ihr die hintere Wand ganz einfach herunterklappen und dann wird die Rückwand zur Bodenplatte. Mit dabei ist auch jede Menge Zubehör und zwei coole Einrichtungsgegenstände, die ihr ganz einfach nach oben klappen könnt. Hier haben wir zum Beispiel ein Zubehörteil, einen Fernseher, auf dem auch Mascha und der Bär läuft. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Wir haben zum Beispiel noch eine Kiste mit Jongliergegenständen wie Kegeln und Kugeln. Denn, wie ihr vielleicht wisst, der Bär kann auch ganz gut jonglieren. Auch die stellen wir ins Bärenhaus. Außerdem haben wir noch einen Tisch, den wir perfekt auf den Teppich platzieren können. Einen Teller und eine Kaffee- bzw. Teekanne. Auch die können wir gleich auf den Tisch stellen. Den berühmten Sessel. Und den Zapfhahn für den Honig. Auch der findet seinen Platz. Dann habt ihr noch so Sachen wie Töpfe und vieles mehr, dass ihr einfach so zur Deko hineinstellen könnt. Und natürlich eine Figur vom Bären und von der Mascha. Und da diese beweglich sind, könnt ihr den Bären zum Beispiel auch hinsetzen oder ihr stellt beide Figuren einfach ins Haus. Links am Haus haben wir hier zum Beispiel noch ein Bücherregal und einen Ofen. Und auf der anderen Seite haben wir noch eine Brotbox, die ihr aufklappen könnt, und im Inneren befindet sich Brot und viele andere Sachen zum Essen. Und daneben, wie passend, gleich der Kühlschrank. Auch den könnt ihr öffnen und im Inneren verbergen sich jede Menge Leckereien wie Schinken, Käse und vieles mehr, so wie es der Bär mag. Dann schieben wir das Haus mal zur Seite
um uns anzuschauen, was wir mit dem Krankenwagen so alles anstellen können. Hier können wir zum Beispiel die Türen öffnen, um dann Masche hineinzusetzen. Da ihr die Beine einklappen könnt, ist das dann leichtes. Einfach hineinsetzen, die Türe wieder zumachen und interessant wird es dann im hinteren Teil des Krankenwagens. Hier können wir die kaputten Türen wieder öffnen, um dadurch den Rettungswagen perfekt bespielbar zu machen. Dann können wir noch die Krankentrage und den Rollstuhl herholen, sowie den Erste-Hilfe-Kasten. Was uns jetzt noch fehlt, sind unsere zwei Patienten, die beiden Wölfe. Einen setzen wir in den Rollstuhl und den anderen auf die Krankentrage. Und dann kann Mascha die beiden verarzten. Dazu nehmen sie die Spritze, um den Wolf erstmal ein Schmerzmittel zuzuführen, um die Schmerzen zu lindern. Danach kann sie ihn auf die Liege legen, um ihn besser behandeln zu können. Und da die Figur komplett beweglich ist, geht auch dieses leicht von der Hand. Dann kann Mascha den Verband oder den Gips, wie ihr es sehen wollt, aus dem Arztkoffer holen und das linke Bein des Wolfs verarzten. So sieht das Ganze dann aus. Der Wolf hat einen eingegipsten Fuß und kann dann wieder auf die Krankentrage gelegt werden. Und dann kann Mascha zum nächsten Wolf gehen. Dieser hat Schmerzen am Arm. Auch hier könnt ihr den Arm wieder betäuben, um die Schmerzen des Wolfes zu lindern. Und danach das gleiche wieder, nur diesmal am Arm, den Verband bzw. den Gips anlegen. Den könnt ihr einfach auf den Arm des Wolfes draufdrücken und dann hält er fest und sicher und der Wolf ist bestens versorgt. Hier sehen wir es, er gibt uns sogar den Daumen nach oben. Und dann wieder zurück in den Rollstuhl. Den Wolf mit dem verletzten Fuß können wir jetzt in den Krankenwagen hineinschieben. Dazu könnt ihr einfach die Trage nehmen und sie in den Krankenwagen einführen. Und danach die beiden Türen schließen. Und den anderen Wolf kann Mascha zum Bärenhaus schieben, damit der Bär ihm Gesellschaft leisten kann. Und dann kann Mascha mit dem Krankenwagen abdüsen, um den anderen verletzten Wolf zum Beispiel ins Krankenhaus zu bringen. Und das letzte Spielzeug, das wir uns jetzt noch anschauen, ist das Haus von Mascha. Das ist genauso wie ihr es kennt, gelb mit einem roten Dach. Und auch dieses Haus könnt ihr wie das Bärenhaus vorher ganz einfach aufklappen. Und auch hier könnt ihr die Einrichtungsgegenstände wie den großen Schrank und das Bett herausklappen. Hier haben wir auch jede Menge Zubehörteile wie Spielzeug in einer Kiste, einen Schaukelstuhl für Mascha, zwei Puppen bzw. eine Puppe und einen Hund. Einen Teddybären, eine Mascha-Figur natürlich und einen Schminkspiegel. Auch der findet im Haus von Mascha perfekt Platz. Der Schrank verfügt über jede Menge Sticker und hat unten zwei Schränke bzw. Schranktüren zum Aufklappen. Von vorne sieht das Haus auch genauso aus, wie ihr es aus der Serie kennt. Ihr könnt sowohl die Eingangstür öffnen und auch den Hund in die Hundehütte setzen. Außerdem könnt ihr beide Fensterläden der Fenster öffnen.
um so mehr Licht ins Haus zu lassen. Und die letzte und die coolste Funktion der beiden Häuser schauen wir uns jetzt an. Da das Aufräumen von Spielzeugen ja meistens so eine Sache ist, haben sich die Entwickler dieser Spielzeuge besonders coole Gedanken gemacht. Und zwar könnt ihr beide Häuser einfach wieder in den Ausgangszustand bringen. Das heißt, Einrichtungsgegenstände nach oben klappen, alles was sonst noch rumliegt reinstecken und die Häuser wieder zusammenklappen. Das gleiche mit dem Haus von Mascha, das Bett und den Schrank zuklappen und die Bodenplatte nach oben klappen. Und dann habt ihr die Spielzeuge wieder perfekt zusammengeräumt. Das war's dann auch im Großen und Ganzen von den Mascha und der Bär Spielzeugen. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben geben. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.